Hey ho, der Grillschanke unterwegs. Getreu dem Motto, danach ist davor oder so ähnlich. Ja, kann ich jetzt sagen, was alles auf euch in diesen Videos zukommt. Einmal fahre ich zur René und Carina, R&K Barbecue. Dann machen wir einen Ausflug, überfallen Tagi auf seiner Ranch. Dann die Festung Königstein kommt noch vor. Tja, und zwischendrin immer wieder schön grillen beim René. Und ganz zum Schluss überfalle ich noch an McAllister an seinem Imbissstand. Aber das alles seht ihr, wenn ihr die Videos alle anschaut. Also bleibt dran, schaut's zu. Hey ho, wie unschwer zu erkennen ist, hocke ich im grünen Polo. Und ey Leute, ich habe zwar gesagt, ich fahre nicht weg im Urlaub, aber das war geschwindelt. Ja, weil wir jemanden überraschen und ein bisschen veräppeln möchten. Wo fahre ich hin? Ich fahre jetzt zum René, zu R&K Barbecue, ins, in Osten aufhalt. Okay, Leute. Wir sehen uns, vielleicht mache ich zwischendrin noch eine Szene, wenn ich eine kurze Pause mache oder sonstiges. Ansonsten sehen wir uns dann beim René. Oh yeah, da grinst einer. Endlich geschafft. Und Leute, wisst ihr, warum ich mit dem Polo gefahren bin, mit dem grünen? Jetzt muss ich glatt nochmal Zündung anmachen hier. Kilometer und ich habe immer noch einen Sprit drin. Ich habe nicht zwischengetankt. Geil. So, aber jetzt erst einmal die Begrüßung machen. Wir sehen uns nachher nochmal. Freunde, jetzt einmal hier zum Zeitabgleich. Wir haben es jetzt Samstagabend. Ich werde hier bis Mittwoch bleiben. Wir haben da noch ein bisschen was vor. Amüsierst du dich schon drüber, was wir vorhaben? Oh, natürlich. Also, wer jetzt in den Medien aufgepasst hat, in den sozialen Medien, wie sie so schön heißen, da wurde in der Zwischenzeit mit Sicherheit was gepostet. Aber eben zu diesem Zeitpunkt jetzt weiß so gut wie keiner, dass ich eben hier bin, in der Lausitz. Genau, das war die Lausitz, wollte ich ganz am Anfang vom Video sagen, aber naja. Alter Mann halt. Also wir haben uns schon köstlich amüsiert über das, was jetzt noch kommt. Ja. Die nächsten Tage. Ja. Also seid gespannt drauf. Ja, mit Sicherheit. René, was wirst du uns jetzt Leckeres noch machen? Ja, ich bin oder wir? Wir, ich bin ja froh, dass ich heute mal Unterstützung an der Feuerplatte habe. Und wir wollen ein wunderbares Drei-Gänge-Menü zusammen mit dem Michi produzieren. Also lasst euch überraschen, was okay. Da rauskommt. Okay. Also er weiß es aber auch noch nicht, er wird einfach reingeschmissen jetzt in die Materie. Okay, ich denke, ich zeige euch nachher dann bloß das Ergebnis, weil er filmt selber und das Video will ich ihm jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen. Aber wir haben hier jetzt auf alle Fälle erstmal die nächsten Tage Spaß und hin und wieder hole ich euch jetzt dazu und aus dem Gesamten schnippe ich dann ein schönes Video zusammen. Obwohl das eine, was wir vorhaben, das könnte ein extra Video werden. Leute, es wird köstlich. Ja, auf alle Fälle. Also, später hole ich euch wieder dazu. Also Leute, da hinten, also Moment, wo muss ich zeigen? Hier muss ich zeigen. Da steht der René und hantiert an der Feuerplatte. Er wollte ja, dass ich mit in den Video mit rumwerkel. Aber ich habe mich einfach verdrückt. Hey Leute, ich hier gerade so vorbeigelaufen. Und ja, das geht ja gar nicht. Da bin ich ja gar nicht dran. Und deswegen klatschen wir hier jetzt einfach noch einen Aufkleber von mir mit hin. Mal schauen, ob er es merkt. Ich muss sagen, hier so, deine Außenküche ist da recht gut gelungen. Ja, war also. Fällt mir recht gut. Du bist ja auch schon einer von denen, der schon hier arbeiten. Aber klebst du an die Scheibe nicht nochmal bloß Aufkleber da hin von Leuten, wo da waren? Na, ui. Also,
Danke. Ja, es sind welche dabei, mit denen würde ich doch gerne grillen. Und mit manchen habe ich schon gegrillt. Also, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Michael Grill-Junkie. Mit dem habe ich ja nun schon. Das ist der Bekloppte, der da ganz unten klebt. Ja, der Pitblock, Taki, Grill 5 One, der kommt ja hier aus der Nähe. Der ist okay. Auch eine Stunde entfernt oder so. Das wäre nochmal so ein kleines Highlight mit den Löten. Schauen wir mal. Ja. Aber wir machen jetzt für heute Feierabend, zumindest hier heraus, und wir machen es uns jetzt drin noch ein bisschen gemütlich. Und dann nehmen wir euch jetzt nicht mit dazu. Pech gehabt. Wir sehen uns dann morgen wieder. So, Freunde, Sonntag früh, kurz vor 10. Und wir werden jetzt weiter düsen. Und dazu brauche ich dann dieses Paket hier. Es wird lustig. Auf alle Fälle. Ja. Also, wir sehen uns nachher wieder. Hallo! Hallo! Sonntag früh! Hallo! Ach, ich bin der Dirk! Der Dirk! Und ich suche Taggi! Ich suche meinen Hund! Ja, der verkriecht sich noch in der Höhle. Wo ist Taki? Gibt's nie. Wollte ja, nicht. Ja, damit. Naja, dann kommt rein, mal gucken, ob ihr ihn aus einer Hundehütte kriegen könnt. Jetzt bin ich von Mönchengladbach bis hierher gelaufen und jetzt muss ich auf den da drin warten. Ja. Taki! Hast du meinen Hund gesehen? Das ist ja mal vor der Fresse. Blöde Sau. Das ist mein Hund. Ja, ihr kriegt hier einen Hund. Nichts darum. Ja, du zu klein. Und ich bin hierher gelaufen. Ja, sicher. Du kriegst ja mal voll in der Fresse hier. Ich hab jetzt gerade doch hier Party gemacht, Mann. Du kommst wieder aus dem Bett, ey. Ja. Aber was ist denn das schon? Ja. Alter Spinner, ey. Und hier auch. Arschloch, mit dem habe ich gestern noch telefoniert. Du bist Sau. Also Leute, ich muss mich jetzt entschuldigen. Zum einen, das habt ihr nicht gesehen, aber der Sack hat mir gerade am Arsch gelangt. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ja, wenn ich einen trinke, dann bin ich mal so ein bisschen schwuchtelig. Also ab jetzt wird dieses Grill-Junkie unterwegs Video sehr lustig werden. Moinsen! Weil die erste Flasche haben wir schon fast leer. René darf leider nicht, der muss fahren. Aber der ist schon genauso blau wie ich. Ach so. Ja. Warte, geht ab. Und, hier haben wir jetzt nochmal ein Töpfle. Da machen wir jetzt heißes Wasser. Das ist der schönste Topf, den ich habe hier. Ja, da machen wir heißes Wasser da drin. Und meine Haare sehen gerade furchtbar aus. Das war, weil ich vorher ja die Maske aufgehabt habe. Ist mir aber jetzt auch egal.
Ich sage ja, das Video wird jetzt lustig. Und da drin machen wir jetzt ein paar Original-Münchner Weißwürste. Weil wenn ich jetzt noch mehr sauf, der schenkt mir gerade schon wieder ein und nichts zum Essen krieg, dann falle ich um und kann nicht mehr weiterfilmen. Und das wäre schlecht. Ich habe gesagt, komm, weil dann filmt bloß noch der René. Und ob der so gut filmt wie in seinen Videos, weil die ja mittlerweile richtig klassisch geworden sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also René, R&K Barbecue hat meinen allergrößten Respekt mittlerweile. Hat er überhaupt schon von Anfang an gehabt, weil er überhaupt angefangen hat mit den Filmen. Aber mittlerweile, Leute, schaut bei R&K Barbecue rein. Richtig, richtig geile Videos. Aber egal, genug der blöden Werbung. Wir machen uns jetzt original Münchner Weißwürste. Brezen haben wir keine. Ich habe ja gehofft, dass der vielleicht ein Laugengebäck da hat, aber der Penner hat ja gar nichts da. Doch, ja, ich muss jetzt auch mal so schwätzen wie du hier. Und ja, wir machen jetzt einfach Weißwürste. Und ich würde sagen, ab ins Wasser und zum Mampfen sehen wir uns dann wieder.